Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia the Bunker. Genau, wir wollten ja zum Funkraum. Letzten Mal gab es ja einiges an Radau. Ich werde nur mal eben ganz kurz überprüfen, wie es denn um den Füllstand steht. Ich glaube, ich werde mal noch einen reinballern. Noch einen Kanister. Man weiß ja nie. Ich habe noch eine Granate mit? Nee, ich glaube, ich lasse das. Ich hatte nur eine Kugel noch übrig, ne? Zwei. Okay. Dann war das an anderer Stelle im Schnitt, was ich gerade dachte. Alles klar. Okay. Dann wollen wir mal. Meine Güte. So, das ging ja hier lang, ne? Okay. Wieder ein wenig leiser, würde ich sagen. Weil ich habe Angst vor dem Viech. Okay. Gut. Einfach geradeaus. Der Schalter, ich glaube, ich habe den umgelegt, ne? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Alles klar. Flasche. Benzin. Hier kann ich auch rein zur Not. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Das kann ich noch mitnehmen. Flasche, Flasche. Habe ich eine dabei? Ja. Alles klar. Dann wollen wir mal schauen. To anyone left, the code is 6164. Please, I hope that you can hear me. I hope that you can forgive me. The Arsenal code is 6164. Okay, danke. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das Viech... ...vorbeikommt. Okay. Wir haben genügend Flaschen hier. Wo ich natürlich auch nicht weiß, ob der hier einfach die Tür aufbrechen könnte. Ach du meine Güte. Diese Sounds, die sind so gut gemacht, meine Güte. Ach, ich weiß nicht, ob es so sicher wäre, sich darunter zu verstecken. Die Animation muss so lustig aussehen in Third Person. Der Kopf einfach die ganze Zeit so ziemlich gerade aussieht nach Blickwinkel des Spielers. Wenn einfach der Immersion halber hier, ne, mit den... Au. Oh. Die Arme werden auf einem anderen Layer wie der Körper gehen. Okay. 6164. Arsenal. Waffenkammer. Die Waffenkammer war das Prison. Haben wir eigentlich irgendwie noch andere Kombinationen? Laval 1138. Dann sehen wir mal nach Laval. Hier, die Gasmaske. 1138. 1 1 3. Let's go. Mist. Warum geht das Ding nicht einfach kaputt? Das wäre... doof. Kurz gesagt.
Das Arsenal, die Waffenkammer ist... Wo lang? Da lang. Ich schätze mal da geradeaus, oder? Um Gottes Willen, erschreckt mich doch nicht so. Speicherlampe. Okay. Alles klar. Dann... will ich das hier nochmal nachfüllen. So, jetzt sind wir auf den vorherigen Stand wieder hoch. Okay. Also dann der nächste Schritt ist dann die Waffenkammer. Wir könnten uns natürlich irgendwie in den Wachraum schleichen. Wir müssen uns auch allerdings irgendwie verstecken können schnell. Das ginge definitiv im Funkraum. Problem ist nur, sind wir im Wachraum, sind wir halt echt in einer Sackgasse. Wir müssten das quasi mit einem roten Fass aus der Ferne machen. Das ist gerade echt nicht drin. Gucken wir erstmal wegen Waffenkammer. Das ist dann raus und dann links durch. Alles klar. 6164. Ich guck mal. 6164. Jo. Alles klar. Gasmaske brauchen wir gerade nicht. Verband auch nicht. Okay. Oder wollen wir uns erstmal so rauswagen? Ich weiß es nicht. Versuchen wir es erstmal so. Erstmal gucken. Ich mach das Licht an. Verdammt nochmal. Okay. So. In diesem Bereich, da brauchen wir ja nun mal nicht unbedingt langsam sein. Spooky, neuer Bereich. Da ist schon mal ein Loch. Hier ist der Raum. Oh mein Gott. Herr damit. Yo, Jackpot. Hat sich schon gelohnt. Signalfackel. Oh. Mit Glück könnte man sich hier hinter verstecken. Müsste man den wahrscheinlich irgendwie weglocken. Ah. Oh. Was haben wir hier? Tote Ratten? Code? Na, Mann. Granate. Nehme ich erstmal an mich. Explosive Storm. Güte. Use gas on the beast. Oh. Mutantsamen, oder? Erstmal. Na, ich schätze mal, wenn es hier hinkommen würde, dann würde es sich erstmal wieder selber eine Gasgranate einhandeln. Es kann sich halt echt lang machen, ne? Es hat gerade da oben was gemacht und hängt halt noch da unten. Oder? Ich
glaube, es ist nach oben gegangen, oder? Okay. Das geht schon mal nicht auf. Gibt es eigentlich irgendwie ein Puzzle, was man lösen muss, damit man die aufmachen kann? Oder muss man die Affen nur lautstark zerstören? Was gibt es eigentlich hier hinten? Eine Wand. Alles klar. Naja, ne. Noch ein Regal. Das war grad... Upsi. Oh, Moment. 6164. Ne? Ach so. 6164. Oh, meine Güte. Ich sehe Ratten. Jetzt haben wir Benzin. Ich werde davon mal eine Granate hier droppen. Das Benzin hier mitnehmen. Ich hoffe, die Granate wird da gleich noch liegen. Es könnte ja sein. Gratis weh. Es könnte ja sein, sind wir mal ehrlich, dass sobald der Bereich entladen wird, dass das Item ebenfalls despawnt und auch nicht neu beschaffen wird. Okay. Okay, okay, okay. Oder es fällt halt durch die Welt, weiß ich nicht. Ich werde in jedem Fall mal eben ein wenig mehr Benzin in den Generator packen. Ich dachte, ich hätte da irgendwas aufblitzen sehen. So. Speichern. Okay. Stopp! Hui. So mag ich das sehen. Dann packe ich gleich zwei rein. Okay, also wir haben eine Gasmaske. Das heißt, wir könnten die Ratten mit Gas verscheuchen. Ich glaube, das werde ich auch einfach mal probieren, oder? Das hier rein, das hier raus. Mit X geht's, oder? Ja. Alles klar. Dann werde ich mal die Gasmaske auf die 3 legen. Okay, und nochmal speichern schnell. Also aufbruchsbereiter Speicherstand. Nee, ich lasse jetzt einfach mal. Okay, das ist jetzt wirklich ultimativ aufbruchsbereit. Naja, mit offener Tür wäre es noch aufbruchsbereiter, aber macht ja nichts. So. Jetzt will ich wieder ein bisschen leiser sein. Wirklich nur ein kleines bisschen. Was ist eigentlich hier? Zu den Tunneln. Zu den römischen Tunneln? Da ist wieder so ein Ding vor. Kann ich ja nicht mehr... Okay, kann ich. Mission für... Okay, das müsste ich auf der Map sehen, aber habe ich ja nicht. Gerade bei mir. Und ich glaube, der Ort würde sowieso nur markiert werden. Hier drin ist nichts. Ist noch eine Flasche. Wir haben ja eine zur Not. Aber gut zu wissen, dass man hier noch eine kriegen kann. Hier kann man auch noch reingucken und raten, was hier los ist. Okay, die Granate ist auch noch da. Habe ich... Nicht wirklich, ne? Egal. Also Platz dafür. Apropos Platz dafür, hast du nochmal Benzin? Das lockt aber auch, ne? Das ist noch mehr Benzin. Ganz ruhig. Oh Gott.
Ganz ruhig und behutsam. Wir haben eine Zeit der Welt. Excusez-moi. Das ist so ein bisschen affenartig, oder? Frisst es? Uns auf jeden Fall wohl nicht hier durch die Tür sehen, oder? Ich will ja nichts überstürzen. Oh. Das hier nehme ich einfach mal mit. Ich glaube, es ist wieder in seiner Tunnel gegangen. Ja. Okay. Schauen wir es in einem Durchgang oder in zwei? Ich hoffe in einem. Alles klar. Geh weg. Puh. Okay. Wir wollen uns beeilen. Wir wollen uns, glaube ich, beeilen, ne? Beenden bitte. Was für ein Kackraum. Dafür habe ich eine Kugel verschwendet. Tja, dann wollen wir uns mal nicht übertreiben. Aber beim nächsten Mal werden wir, denke ich mal, ein bisschen mehr wie eine Kugel brauchen. Eine Patrone, so. Jetzt habe ich nicht nochmal Benzin mitgenommen. Das wird dann das nächste sein, denke ich. Ein wenig mehr Benzin mitnehmen. Ein wenig. So. Das ist ja doof gelaufen. Okay. Das sollte ich halt erstmal mitnehmen. Und das packe ich mal weg. Okay. Plan ist erstmal ein bisschen Benzin noch mitnehmen. Und dann. Na. Können wir mal weiter schauen. In jedem Fall erstmal Benzin. Unbedinglichst. Sonst gibt es eventuell Probleme. Gott, erstmal die ganzen neuen Gebiete erkunden.
Ist ja schon spannend genug. Wenn dann die ganze Zeit noch so ein Viech hinter einem hergeistert. Oh. Okay. Ohne Signalfacker, das ist mir erstmal egal. Na komm. So. Okay. Will ich damit erstmal wieder zurück? Ich glaube, ich will damit erstmal wieder zurück. Ganz einfach, damit ich es safe habe. Damit ich deswegen nicht nochmal zurück muss. Das ist dann erstmal für eine ganze Zeit dann in Ruhe, oder? Ich kenne mich natürlich nicht aus. Ich habe Monsterologie nicht studiert. Aber wirkt so, als ob man erstmal in Ruhe gelassen wird. Was ich ganz ordentlich finde. Das gefällt mir auch. Trotz und alledem müssen wir weiterkommen. Selbst wenn das gleich wieder auftaucht. Oder nicht. Wir wollen hier raus. Dafür brauchen wir Dynamit und einen Zünder. So, Kollege, du bist nicht hier. Laufe ich mal wieder ein Stückchen. So reicht. Der stört mich aber schon so ein bisschen, dass das halt... also wenn man es weiß, ne? Ach, naja, was soll's. Vielleicht wurde da ja in den letzten Updates irgendwas verkorkst. Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Laptop? Hier eigentlich was drin? Ich glaube nicht. Okay. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Ecken und Winkel, wo man lang könnte. Ist ja auch schon mal viel wert. Ist auf jeden Fall schon mal hier. Hier steht fest. Ist wieder ein Zünder. Hier war eine Kugel. Das ist auch sehr viel wert. Sehr viel. Nicht hier hinten. Oh. Ja, gut, und da vorne haben wir halt eine kleine Falle. Will ich erstmal gucken, dass ich hier entlang komme. Schön leise. Ich höre Ratten. Das war jetzt doof. Ich will mich jetzt mal wieder ein wenig zurückziehen. Ich weiß nämlich nicht, ob es gleich rauskommen will oder sowas. Ist auf jeden Fall da. Ja. Okay. Versuchen wir mal hier lang zu kommen. Kannst du noch mal ein bisschen mehr Platz machen? Ganz locker, flockig. So.
Vorne sind die Ratten. Da müssen wir halt durch, ne? Da müssen wir durch. Oder? Gibt's hier irgendwas zu gewinnen? Das ist doch doof jetzt. Gibt's nicht wirklich was zu gewinnen, glaube ich. Wenn er da hinten rauskommt, das wäre doof. Wir haben generell keine sehr gute Position, würde ich sagen. Allerdings eine Idee. Ich glaube, ich werde aber erstmal warten, dass er weg ist. Es könnte nach hinten losgehen. Ich glaube nicht, dass wir klettern können, oder? Ganz in Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu vorsichtig, aber ich denke auch immer, vorsichtig ist besser als Nachsicht. Das ist auch ein Spiel eigentlich. Ein Horrorspiel, aber ein Spiel. Manchmal habe ich das Gefühl, hier lebt noch jemand. Wollen wir mal nicht hoffen. Mein Gott. Was soll das denn? Macht er jetzt einfach nur so sich Räuspern tun oder ist das meinetwegen hier? Ich kann sagen, ich hoffe, der räuspert sich einfach so, aber allen anscheinend nach nicht. Ich quetsche mich hier einfach mal an die Wand. Meine Güte. Ich mache gar keinen Fortschritt. Okay, ich muss halt wieder zurück. Relativ dringlichst. Den Generator. Sonst wird es stockfinster. Das wollen wir nicht. Glaube ich. Lass mich in Ruhe. Hui. Hui, hui, hui. Okay. Aus. Ich frage mich, sieht es im Dunkeln genauso schlecht wie wir? Ich befürchte nicht, weil wir waren ja das eine Mal hinter den Kisten. Und der hat uns da auch ganz schnell rausgefunden. So, wir können ja mal Folgendes machen. Ich speichere jetzt einfach mal ab. Wir finden es heraus. Lässt er sich das noch gefallen? Wahrscheinlich, oder?
Gott, ich bin heute echt nicht für das Spiel gemacht. Also wirklich. Kann auch sein, dass es sich selbst wieder verletzt hat. Durch eine Explosion, durch Gas. Ich weiß es nicht. Okay, folgendes. Wir müssen in die Abstellkammer. Ja? Die ist da. Gehen wir rein? Die ist da. Lagerbereich A. Da gehen wir ja normal rein. Wir müssen in den Lagerbereich B und da ist es dann wahrscheinlich genauso verkorkst. Lagerbereich C. Zu den Tunneln. Und in den Tunneln ist der Zünder. In der Abstellkammer ist das Dynamit. Wir haben den Wartungsbereich noch gar nicht. Ich glaube, unsere beste Möglichkeit ist halt wirklich doch eher die Granaten. Ich glaube, unsere beste Möglichkeit ist doch eher die Ratten in die Luft zu sprengen und dann schnell und schleunigst wieder zu einem sicheren Spot. Die Sache ist halt nur, wir haben halt kaum sichere Spots im Arsenal. Wir haben in der Schreibstube keinen Schrank, wo wir uns drin verstecken können. Wir könnten uns eventuell im Lagerbereich C hier verschanzen, da vor der Tür so. Ich weiß nicht, ob das Viech da reinkommt. Wir haben halt da ein Ghoul-Loch auf jeden Fall, ne? Also links von dieser Tür hier bei Lagerbereich A. Ein Ghoul-Loch, ich sag Ghoul-Loch. Ja, in den Spielleitern heißt das Ghoul-Hole. Wir haben da ein Loch und hier. Der hat sehr viele Möglichkeiten, da reinzukommen. Aber Lagerbereich A? Ich glaube, der hat auch da ganz unten ein Loch. Aber da kommen wir nicht hin. Gerade. Mit den Ratten im Weg. Wir müssten halt wirklich Lagerbereich A die Ratten wegsprengen oder sonst anderweitig wegscheuchen. Mit Gas oder abknallen oder, ja, wenn wir Feuer machen könnten, damit Feuer. Bestmöglich die Leiche verbrennen. Aber das können wir gerade nicht. Wir brauchen die Kugeln. Und wir haben kein Feuerzeug. Wo das liegt, weiß Gott. Ich bin um Gottes Willen nicht gläubig, aber ne? Ich schwöre bei Gott. Jedenfalls, Blasphemie! Gut, das ist der Plan. Ich renne dann in Lagerbereich rein. Renne, ist relativ. In Lagerbereich A rein. Und renne dann schleunigst zurück, nachdem ich die Granate geschmissen habe. Um mich erstmal da neben der Schreibstufe zu verschanzen. Ich habe eine Granate dabei, habe ich. Das bringt mich nämlich auch im Verband mit. Okay. So ist der Plan zumindest. Es dürfte ja relativ schnell gehen. Rein, Bombe, raus. Ich hol die auch schon mal raus. Huiuiui, ich will die ganze Zeit die linke Maustaste drücken. Das ist irgendwie so ein komischer Tick. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt habe, dann muss ich das ausgleichen mit der linken Maustaste drücken. Aber, jetzt gerade wäre das doof. Ich weiß nicht, ob die linke Maustaste das schon auslöst. Ach, du bist doch kacke. Ja gut, wir können den nicht da haben. Das vereitelt den Plan, ja. Da kann ich ja in der Zwischenzeit einfach mal hier gucken. Kriege ich halt sehr langsam dadurch. Aber ich glaube, hier wären wir
relativ sicher, oder? Okay, das ist weitergezogen. Das heißt, ich werde jetzt dann einfach mal versuchen loszulegen. Ich werde jetzt mal meinen Mut zusammenreißen. Okay. Weitere Idee. Ich auf die 3. Ein Hoch auf Schnellzugriffstasten. Nicht wahr? Sons of the Forest. So. Ach ne, jetzt mach doch nicht wieder so. Was, ne? Was ist das eigentlich? Bestimmt Wasser. Ja, falls hier mal ein Brand entsteht. Weil es ziemlich gefährlich wäre, in ein Munitionslager reinzugehen, um ein Feuer zu löschen. Das? Nee, bestimmt nicht, oder? Die hauen nicht ab, wenn man es so macht. Okay. Das hat bestimmt schon ausgereicht, ne? Schon, zumindest denke ich, dass das die passende Musik ist. Ich hoffe, ich habe alle Ratten erwischt. Ich will da jetzt gleich nicht reinrennen und von einer angeknabbert werden. Der ist wieder ruhig. Es? Ja. Meine Güte. Ich sag mal, das spielt sich bestimmt alles irgendwie in einer Nacht oder sowas ab, oder? Oder an einem Abend oder wie auch immer. Es auch Sinn macht, dass man nicht irgendwie von deutschen Soldaten geraidet wird oder sowas. Da müssen wir durch. Okay, dann wollen wir mal gucken. Irgendeiner Ratte wird das auf jeden Fall nicht gefallen haben. Vorerst. Okay. Machen wir mal damit. Ach meine Güte. Ach nö. Du willst mich doch verrohle piepeln. Naja. Alles gut, alles gut. Ist alles okay. Ach du Kacke. Ja. Ach du meine Güte. Und ich wollte jetzt erstmal nicht noch mehr in die Luft jagen, weder durch Ballern noch durch sonst irgendwas. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Nee, so habe ich leider keine dünne Redbox.
Na also. Langsam. Ganz in Ruhe. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ach du Kacke, das gibt's doch nicht. Wieso? Wieso? Gibt es da eine Möglichkeit, sich zu verstecken? Unterm Tisch vielleicht? Ich muss auch nur die unteren beiden Bretter wegmachen. Im bestmöglichen Fall, oder? Vielleicht sogar nur das. Nee. Schlau. Von den Entwicklern. Okay, hier kann ich mich drunter verstecken. Weil die halten auch nichts aus, die Tische. Okay. Dann will ich mich mal weiter voranwagen. Wo geht's denn weiter? Oh Gott. Ja, eventuell. Kann ich die Schränke aber nicht umschubsen. Heißt das, ich muss das hier... Das ist doch ein Witz. Okay, folgendes. Ich weiß nicht, wo das Vieh langkommt. Es wird wahrscheinlich da spawnen. Und da hingehen. Ich könnte es auch natürlich... Ich könnte natürlich auch Gas einsetzen. Ich muss das auf jeden Fall aufsprengen. Hier drin könnte ich mich auch verstecken. Eventuell könnte ich sogar ein Fässchen vor mich ziehen. Ich muss das jetzt tun, oder? Boah, ey. Leute. Leute, Leute. Leute, Leute von heute. Okay. Dann will ich, glaube ich, mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hoffentlich. Ganz in Ruhe. Da nicht so ruhig. Okay. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht klappt das. Okay, hätte ich meine Gasmaske mitgenommen, hätten wir jetzt kein so großes Problem. Dann könnten wir. Dann könnte das Viech nicht zu uns. Und es wäre erstmal verscheucht. Insofern das klappt. Ich will einfach mal ganz in Ruhe meine Gasmaske holen. So ruhig es halt geht, ne? Wenn man die ganze Zeit auf 180 ist. Oder, wie manche zu pflegen sagen, 180. Den Progress will ich auf jeden Fall nicht verlieren. Deswegen wäre es auch gut zu speichern mal. Ich weiß auch nicht, wo das Vieh gerade ist. Er schien gerade zumindest nicht bei mir in der Nähe zu sein. Aber ich habe schon ewig nicht mehr huscheln hören. Und auch nicht mehr... Schreien? Grunzen? Bei, Moment mal. Ich habe eine Granate, wäre ein besserer Kandidat. Sobald ich die gerade gefunden habe, dementsprechend ist sie nicht aus meinem Inventar. Okay. Generator. Aus. Ach du meine Güte. Ach du Schreck. Moment. Das ist doof. Das ist jetzt ganz, ganz doof. Werde ich die Medis erstmal wegpacken, genau. Ich muss das reinpacken.
Eine Granate. Die Gasmaske. So. Damit laufen wir auf E zu. Keine E-Fuels, aber auf E. Oh, oh mein Gott! Sei blessed. Sei einfach blessed. Oh mein Gott. Wir sind noch nicht so nah an E dran. Ah, ich habe gar nicht gespeichert. Egal. Keine Zeit jetzt dafür. Wir müssen unseren saftigen Schinken retten. Also Plan ist, das mit der Granate, das könnte ich auch gebrauchen, das mit der Granate, beides sprengen, sowohl das Fass als auch den Gaskanister. Und dann die Gasmaske aufsetzen. Und wenn es viel zu brenzlig wird, wenn ich merke, das Vieh kommt langsam näher, schmeiße ich die Leuchtfackel darüber eventuell so, also von der anderen Seite aus. Huch! Toll. Okay. Ich werde schon mal die Gasmaske aufsetzen. Ohne zu wissen, ob das wirklich klappt. Jetzt sag mir ich das auf der anderen Seite. Du verletzt mich, Kollege. Ich habe gerade das Gefühl, 5-Kopf-Moves zu machen hier. Oder ist das nur ein Schatten? Ja, es ist sicherlich nicht nur ein Schatten. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Aber das? Genau, verzieh dich dahin, wo du hergekrochen kommst. Okay, das liegt jetzt näher da dran, ne? Nicht wirklich. So, wollen wir mal hoffen, dass es klappt. Betet mit mir, meine Brüder. Okay. Das scheint geklappt zu haben. Puh. Ich habe einfach so ein Intellekt, Leute. So ein hohen IQ einfach nur. Das ist unmenschlich gut. Oh. Please zisch ab. Oh. Okay. Jetzt kurz rein hier so gucken, was es hier so gibt. Fleisch. Okay, damit hätte ich die Ratten auch wegmachen können. Jetzt habe ich nur noch Kugeln. Dynamit auf jeden Fall. Wir können uns da verstecken. Das noch mehr Gas. Sehr gut. Benzin. Stoff habe ich. Sehe ich hier. Okay. Revolver gut. Gellen. Meine Güte. Das heißt, ich hätte drei. Wenn mich nicht alles täuscht.
Jawohl. Weil ich sparsam bin. Einfach nur absolut sparsam bin. Und nachdenke. Hast du Dynamit gefunden? Okay. Jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Das geht wahrscheinlich nirgendwo hier. Rein theoretisch muss ich ja auch nicht wieder hierhin zurück. Alles klar. Mensch, Nixi. Naja, ich könnte hier hin zurück. Das muss erstmal zum Glück nicht sein. Ich. So, Ah. Jetzt wieder schön ruhig. Oh. Was ist das Gas, alle? Ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit zur Not. Flasche habe ich nicht dabei, aber auch keinen Platz dafür. Gut. Ich könnte mir natürlich auch langsam die Wege alle freisprengen, irgendwie bestimmt. Oh, okay. Ich dachte schon, er hätte mich irgendwie gesehen. Oder ist das das Geräusch dafür, dass er abhaut? Habe ich vorhin dann einfach geschossen, ohne dass er mich wirklich gesehen hat? Also so. Ne? Oder langsam um die Ecke kommen wollte. Jetzt könnte ich da durch, aber ich... Pfeift da erstmal. Das ist doch doof. Ich pfeife da erstmal drauf. Ich will erstmal warten. Ich glaube, ich will erstmal warten. Wir können natürlich nicht im Inventar warten, weil da ist pausiert. Achso, ich glaube, die Folge ist jetzt hier auch vorbei. Ne? Ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.